Guten Abend zum 39. Abend im Computermuseum. Ich bin der Clemens Krause, der Christian Korte. Guten Abend. Und wir zeigen heute sehr ausführlich Taschenrechner. Nicht das, was man sich so darunter vorstellt, sondern etwas Alternatives, und fangen dann zum ersten Mal hier mit unserer Übersicht an. So, das sind die Rechner, die wir eigentlich nicht zeigen. Das ist halt bloß, was beim Auspacken diverser Umzugskartons rausgekommen ist. Ich kenne ein Gebäude im Stuttgart Nord, wo es noch ganz arg viele Umzugskartons mit solchen Rechnern gibt. Ich habe sie, glaube ich, irgendwann mal so bei 500 aufgehört zu zählen. Und jetzt gehen wir in den Inhalt. Ja, ich wurde darauf hingewiesen, dass man auch pädagogisch wertvolles Elektronikspiel Zeug gebaut hat einst. Das sind so Lernrechner, wo die Kinder eine Aufgabe eingeben können und müssen das Ergebnis eingeben. Und wenn es richtig ist, dann lacht die Biene Maya, und wenn es falsch ist, dann zieht der Willi eine krumme Schnute. Ging an mir vorbei, da war ich schon zu alt dazu. Also ja, das kenne ich auch nicht. Das kennst du auch nicht, ja. Was haben wir denn sonst? Ja, eben ganz arg viele Sachen, die heute eigentlich niemand mehr kennt. Und was man eben sieht bei diesen Rechnern, die Probleme mit dem Kunststoff. Viele von den Rechnern stecken in so Plastikhüllen. Man, ja genau, ja, da sieht man das auch ein bisschen. Genau, genau. Und den zweiten Fehler, den man natürlich machen kann, ist, dass man die Batterien nicht rausnimmt. Dann weiß man eben, dass die Kupfersalze, dass die alle grün sind, weil der ganze Rechner im Inneren dann mit irgendwelchen grünen Kupfersalzen verbunden ist. Was hier noch zu sagen ist, die Sandron-Rechner, die gab es so in den 1979er Jahren beim Kaufhof. Und da sind also ein gewisser jemand, das ist heute verjährt, das kann ich deswegen erzählen, sind wir immer in den Kaufhof gegangen, haben diese Rechner gekauft, dann haben wir die ICs ausgelötet und haben die Rechner zurückgebracht und haben gesagt, tut nicht, und haben uns das Geld wieder ausgeben lassen. Wir wollten mit diesen ICs, die uns damals sehr fasziniert hat, irgendwelche tollen Sachen bauen, aber sie blieben also immer im Regal liegen. Wahrscheinlich, wenn ich irgendwo mal was auspacke, wird man da noch was aus der Ära finden. Ja, dann gehen wir mal an den Anfang zurück. Weil es heute um Taschenrechner geht, habe ich ein farblich sehr dezentes Hemd mit einer Tasche angezogen, weil da nämlich ein Taschenrechner drin ist, ein Rechenschieber. Das ist so ziemlich der kleinste Rechenschieber, den ich habe. Mit dem kann man so auf zwei, drei Stellen genau rechnen. Sehr einfaches Instrument. Man kann damit im Wesentlichen nur multiplizieren. Die Genauigkeit, mit der man mit Rechenschiebern rechnen kann, hängt natürlich von der Länge ab. Neben diesem 10 cm langen Rechenschieber gibt es natürlich ganz tolle 50 cm lange Rechenschieber, und die Rechenwalze, die haben wir auch schon mal gezeigt. Also mit so einem 50 cm langen Rechenschieber kann man also deutlich genauer rechnen wie mit so einem kleinen Rechenschieber. Aber der kleine Rechenschieber, der war eben immer dabei. Immer dabei Rechner, Taschenrechner, waren natürlich die Corta. Eine mechanische Rechenmaschine. Ups, jetzt muss ich werden von der Regie hier umgeleitet. Die haben wir schon mal gezeigt. Das ist eigentlich eher nur des Gags wegen. Also die Corta ist so ähnlich aufgebaut wie die Rechenmaschine von Philipp Matthäus Hahn, ein kreisrundes Teil. Und ich gebe jetzt hier die 36 ein. Das ist das Eingabewerk, und habe hier das Ergebniswerk, den Akkumulator, da den Umdrehungszähler. Und wenn ich jetzt einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal gerechnet habe, dann habe ich hier das Teilprodukt 252
hier im Umdrehungszählwerk habe ich die 7, dann drehe ich jetzt hier eine, verschiebe ich denn das Eingabewerk gegen den Akkumulator und drehe jetzt hier noch zweimal und habe natürlich, was soll sonst rauskommen, 972. Das war was in einem Köcher, was der Herr Geodät mit ins Feld nehmen konnte. Hat den Nachteil, dass es eben kreisrund ist und man ein bisschen scharf hingucken muss. Und als Alternative gab es dann die Alpina, die ist etwas größer. Das war, die Kurta wurde von 1948 an bis 1970 kontinuierlich gebaut. Bei der Alpina hat es zwei Anläufe gegeben. Man hat, und da sind insgesamt nur so 5.000 bis 6.000 Stück davon gebaut worden. Die geht hier auch ein bisschen schwergängig. Also ich schiebe dann den Wagen hier und kann das mal probieren, ob ich jetzt hier auch die Multiplikation hinbringe. Die 36 stehen jetzt hier schon drinne. Und wenn ich jetzt hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal gerechnet gedreht habe und dann hier noch zweimal gedreht habe, ups, ja, jetzt habe ich hier die 972. Das sind also mechanische Taschenrechner, in dem Sinne eben die Aktentasche des Geodäten. Und jetzt komme ich dahin, was die Leute eben vielleicht erwartet haben an diesem Abend. Ups, das war nicht beabsichtigt. Das ist die Canon Pocketronic, die in diesem hübschen Köfferchen verkauft oder angeboten wurde. Und das Interessanteste an diesem Köfferchen ist eigentlich die Bedienungsanleitung. Also kann ich mich daran erinnern, so mit 1970 rum, als die auf den Markt kam mit 15, 16, da bemerkt der Knabe, dass es zweierlei Leute gibt auf der Welt und dann diese Frau auf dieser Werbeanzeige. Und wenn man die aus heutiger Sicht betrachtet, ist das ganz Interessante, die Frau trägt eine Krawatte. Die steht hier also, das ist nicht die dumme Sekretärin, die neben dem Chef steht, sondern das sind zwei, also dem Kleidungsstil nach, würde ich mal sagen, zwei gleichwertige Leute, Frau in Hemd und Krawatte und dieser mondäne Hut. Gut, der Mann auch mit Krawatte, der hält diese Pocketronic in der Hand. Das Ganze hier in einem hübschen Etui. Oh, jetzt habe ich gut leider die Reihenfolge verpasst. Wir gehen zurück. 10 Jahre. Ich zeige einen anderen Taschenrechner. Man sieht, grün und gold. Das sind die 60er Jahre, End-50er Jahre und Schleiflack weiß, das sind die 70er Jahre. Und dieser Taschenrechner, ist eine Contex 10 Rechenmaschine. Die Firma Contex hat sehr alternative Rechenmaschinen gebaut und ich erinnere mich, als ich hier in Stuttgart studiert hatte, gab es die Firma Theodor Kraft in der alten Poststraße und die hatte das Bild einer solchen Kontextmaschine als Fassadenmalerei ganz groß im dritten, vierten Stockwerk stehen. Ich suche jetzt also immer historische Bilder aus Stuttgart, um mal um ein Bild dieser Theodor Kraftschen Fassade zu finden. Auf dem Boden der Maschine steht eben auch drauf Theodor Kraft, das heißt also, das gehört original zu dieser Maschine. Und die Contex-Rechenmaschinen, das waren tolle Sachen, tolle Geräte. Die waren nämlich komplett anders wie das, was man sonst so gekannt hat. Also so eine Sprossenrad-Rechenmaschine, das ist ein dänisches Fabrikat gewesen. Und die Contex mit der Contex-Maschine. Also die Contex war ein dänisches Fabrikat. Die Contex war ein dänisches Fabrikat. Und
man kann sehr toll damit rechnen. Ich berechne natürlich 36 mal 27. Ich gebe hier über die reduzierte Zehner-Tastatur die 36 ein, drücke jetzt die Multiplikationstaste und Moment. Es war nicht gelöscht. Muss ich nochmal machen. Also nochmal 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich 7 mal multipliziert, habe hier die 6, ja, also 36 auf Multiplikation schalten, die muss natürlich einrasten und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich das Teilprodukt 272, schiebe den Wagen nach links und gebe noch 1, 2 dazu. Dann habe ich also 27 mal 36 gerechnet, gibt 972. Division geht, da bin ich jetzt, hoffe ich, kriege ich das auch noch hin. 972 gebe ich hier ein. Halt, habe vergessen zu löschen. 972. Und schiebe den Dividenden ganz nach links, addiere einmal, das ist verloren gegangen, muss ich nochmal machen, 972, Dividenden ganz nach links, jetzt verlässt sie mich. Sie hat die ganze Zeit immer richtig gerechnet und jetzt vor der Kamera. 972 dividiert durch 36, muss ich hier wieder normalisieren, muss die Divisionstaste, die Minustaste drücken. Und das ist jetzt eine sogenannte Stoppdivision. Ich subtrahiere jetzt so lange, 1, 2, 3, 4, Maschine blockiert. Und ich kann die erste Stelle des Quotienten hier ablesen. Dann drücke ich hier nach links und subtrahiere wieder so lange, bis die Maschine blockiert und kann da die zweite Stelle ablesen. Also das ganze Ding war sehr witzig, es funktioniert ohne Strom es gibt die auch mit elektrischem Betrieb und dieses dänische Design, das wird ein Anlass sein, dass ich mal einen Abend im Museum nur über Kontextrechenmaschinen machen werde. Ich habe die jetzt nicht eingerastet, du kannst den Deckel nicht zumachen. Ja. Ja, jetzt kommen wir also zu Canon Pocketronic zurück, wo ich abgebrochen habe. Ich packe die jetzt hier aus. Das ist im Prinzip eine absurde Konstruktion, weil die Maschine hier, dieser Rechner, kein Display hat, sondern er druckt auf einen Thermostreifen. Das ist so eine Kassette mit so Thermopapier. Und wenn sie funktionieren würde, das Dumme ist, sie funktionieren eben alle nicht. Wobei aber der Christian netterweise die Service Manuals der Firma Canon im Internet gekauft hat. Das heißt, für den Christian. Ich kann das ja mal holen. Ist ja nicht. Was? Ich besorge Dinge nicht, damit sie einfach verstauben, sondern wenn man das findet, dann muss man einfach zuschlagen. Ja. Also das ist das Service Manual für diese Canon Pocketronic und es ist erstaunlich, was man da den Büromaschinenmechanikern alles zugetraut hat, zum Beispiel 40-polige ICs auszulöten. Also es gab da einen Tester für die Maschine und man sollte da dann 40-polige ICs auslöten. Genau, das ist der Tester. Genau, und da steht dann, also die ICs waren nicht gesockelt, sondern die sind eingelötet und dann steht eben drin, wie man die ICs auslötet. Alles hier in diesem Köfferchen, schön verpackt und bereit zum Mitnehmen. Und diese Maschine, die Pocketronic, und der Sanyo ICC 82, das sind die Rechner,
die miteinander konkurrieren, wäre der erste elektronische Taschenrechner der Welt gewesen ist. Ich zeige das immer bei den Vorführungen. Die Pocketronic zeige ich nicht, weil erstens kann man das Thermopapier nicht mehr nachkaufen und zweitens funktionieren die Maschinen ja nicht, wohingegen aber die Moment, welches ist der jetzt? Das ist der Sanyo ICC 82, der funktioniert. Moment, da brauchen wir hier ein bisschen Strom. Bei den ganzen Rechnern sind natürlich die Batterien in der Zwischenzeit kaputt. Und das Nette an diesem Exemplar ist eben, dass er mit Nixie-Röhren ausgerüstet ist. Das ist und die Maschine ist dermaßen primitiv, dass sie noch nicht mit Betrag Vorzeichen rechnet. Also Nixie-Röhren erkennt man ja und man weiß, was bei einer mechanischen Rechenmaschine passiert, wenn man unter 0 kommt. Das zeige ich jetzt mal hier. Ich sage 5 plus und 7 minus und kriege jetzt also nicht minus 2, sondern ich kriege das Dezimalkomplement. Das war man natürlich von anderen Rechnern, von den mechanischen Rechnern nicht anders gewöhnt. Die ganzen Rechner hier, das waren noch keine Ein-Chip-Rechner, sondern das waren Multi-Chip-Rechner. Man war damals noch nicht in der Lage, einen kompletten Rechner in einem IC zu integrieren. Und man kann jetzt mal ganz kurz zeigen, was die Firma Walter mit ihrem ETR1 hatte. Das ist die Elektronik von diesem Walter ETR1. Das ist eigentlich von einer japanischen Firma, der Firma Rico, konstruiert worden. Das heißt, also ich habe hier eine Riesenplatine mit extrem niedrig integrierten Bausteinen. Das sind japanische PMOS-ICs 1969. Und 1970, muss man dazu sagen, bei meinem ICC, Sanyo ICC 82 ist der Datecode der ICs von 1971 und bei der Compat ist er ebenfalls von 71. Das heißt also, Rechner, die 1970 angekündigt worden sind, die kamen dann eben tatsächlich erst auf den Markt später. Und ich habe den hier jetzt eigentlich nur gezeigt, um die anderen Walter-Rechner, ich finde das dermaßen absurd, die ganze Angelegenheit, diese Walter-Rechner. Das ist der, gerade eben war das der ETR1, das ist der ETR2, das ist der ETR3 und der ETR3, der hat eine Taste mehr. Eine Taste mehr und er hat hinten eine Diodenbuchse, das heißt, der war batteriebetrieben. Die anderen, die sind netzbetrieben, die haben hier diesen Rasierapparate-Anschluss und der hier war batteriebetrieben und dann war das eben nicht mehr der elektronische Tischrechner, sondern es war dann der elektronische Taschenrechner. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, ob wir denn ein Busy-Core mit dem Intel 4004 haben? Nein, es kam gerade die Frage nach dem Busy-Core 141 PF. Ich sage den Leuten immer, wenn sie mir hier einen Busy-Core 141 PF bringen, dann haben sie lebenslang Freibier im Museum. Aber bisher, außer einer Sieber mathematischen Tafel, hat so ein Spendenaufruf bisher noch keinen Effekt gehabt. Ich könnte sein, dass ich hier das ist hier die Ankündigung von einem, ich weiß nicht, wie der Mann genau heißt, ob er Federico, er hieß nämlich, glaube ich, Federico Fagin und E. Hoff, wie sie ein Standard Parts and Custom Design merge into 4-Chip Processor. Das ist halt die Beschreibung des Intel 4004. Und zwar interessanterweise aus dem Jahr 1972, denn
der Busicom, der Intel 4004 wurde als Custom-Chip für die Firma Busicom entwickelt und das Copyright lag zunächst bei Busicom. Intel hat es erst später zurückgekauft und hat dann es in anderen Anwendungen verwurstet. Also das ist die Beschreibung, was man damit alles machen kann. Das war damals ein großer Wettbewerb, wer von 6 Chip-Rechnern, also hier in diesen Rechnern sind so 6 Chips drin, über 2 Chips, der Busicom, also der 4004, da konnte man mit 4 Chips einen Rechner bauen und irgendwann gab es eine Ein-Chip-Version von der Firma Mostec. Das war Mostec, der erste Ein-Chip-Rechner. Andere waren auch nicht faul. Wo ist jetzt mein CompuCorp? Da gab es ja hier aus dem Publikum, beziehungsweise der Dr. Stefan Z. vom IPVS, mit dem hatten wir eine Diskussion, welche der wissenschaftlichen Rechner zuerst solche statistische Rechnungen rechnen konnte. Er meinte, das sei ein Texas Instruments Rechner gewesen, aber das war tatsächlich hier der Busicom Rechner, CompuCorp Rechner. Und im Gegensatz zu unserem Scientific Calculator sollte der eigentlich funktionieren, wenn ich ihn einschalte. Moment. Noch höher. Ja, jetzt wollen wir hier keine Standardabweichung oder sonst was rechnen, sondern ein bescheidener Geist, wie ich bin, der begnügt sich damit, eine Quadratwurzel zu berechnen und dann nachträglich den Decimal Point auf 9 zu setzen. Das waren also auch richtige Computer, wenn man die aufmacht, da sind dann also sehr viele Platinen und sehr viele ICs drin, meistens von Texas Instruments und zwar Custom ICs. Das gilt auch für die Canon Pocketronic, das sind TMC 1000 irgendwas ICs. Also wenn da so ein IC kaputt ist, dann hat man also kaum eine Chance, da Ersatz zu kriegen. Also der dürfte so von 1973 etwa gewesen sein. Ich erzähle die Geschichte, dass wir 1972 im Gymnasium gesessen sind mit unseren trigonometrischen Tabellen und dem Aristo-Scholar und dass damals denn der HP-Vertreter in die Klasse gekommen ist, 1972, als unser Gymnasium einen Computer kaufen sollte. Und da kam also der HP-Vertreter ins Klassenzimmer und hielt seinen HP 35 hoch und drückte 45 und drückte auf die Sinustaste und in weniger als einer Sekunde hat er also 0,707, also das ist eine Zahl, die sich mir da eingebrannt hat, gerechnet. Und dann sagte der HP-Vertreter, guck mal, das kostet nur 2000 Mark. Und wir sagten also alle, wo ist denn unser Rechenschieber? Ein Jahr später gab es hier diese Sharp MicroCompat, die einen Vorläufer hatte, das war nämlich die Sharp Compat, die kleine. Die hat hier so eine lustige Anzeige, Moment, Clear, 36 mal 27. Nicht Elsie? Elsie, richtig, Elsie. Elsie. Genau. Sharp Corporation Elsie, genau. Also, und zwar das ELSI war eben Programm Extremely Large Scale Integration, also hochintegrierte Schaltungen, aber auch da waren eben 4 solche ICs drin. Und der Mann, der uns hier den Rechner gespendet hat, der hat den Kassenzettel aufbewahrt und hat also hier den Kassenzettel 1050 Mark am 19.10.1971. Da war also von dem
von dem Sanyo ICC 82, der auch nur die vier Grundrechenarten hatte, für 2000 Mark. Der Preis ein Jahr später gefallen wieder auf 1000 Mark. Und die Firma HP hat dann mit ihrem tollen Rechner richtig zulangen können und hat dann wieder 2000 Mark verlangt für den Rechner. Der Vorläufer von diesem Elsie, das ist doch die Micro-Compat. Mann. Da steht aber Elsie auf der Rechnung drauf. Deswegen war ich jetzt etwas verwirrt. Ja, der Name stimmt schon. Ja. Aha. Also Doppelname, da steht dann EL8. Ist genau das. Ja, genau. Der Vorgänger dieses Rechners war der. Und die Firma Sharp hat dann also ein Redesign der Platine gemacht, wir haben alle recht. Sowohl Compat als auch Elsie. Also. Heute ist der Tag der Toleranz im bayerischen Karneval. Also Compat, und das war die Micro-Compat und das war die Elsie. Und das ist die Micro-Compat. Das Nette an der Maschine ist auch noch die sparsame Verwendung von Tasten. Wenn ich nämlich multiplizieren will, sage ich 36 mal 27. Und wenn ich dividieren will, zum Beispiel 972 dividieren will, dann drücke ich auch diese Taste und drücke dann aber nicht die Plusgleich, sondern die Minusgleich-Taste, und dann kommt da 36 raus. Tasten waren sehr teuer, die waren sehr aufwendig und man hat also diese Tasten gespart. Wobei ich sagen muss, das ist eine Anzeige, die mir am besten gefällt von diesen Taschenrechner. Ja, genau, das war etwas, genau. Also die Nullen sind ja nur halb hoch, damit die nicht weiter auffallen oder stören, wenn man das Ergebnis hat. Und die schön geschwungenen Ziffern, die finde ich einfach toll. Genau, und da gab es dann also so in den einschlägigen Zeitungen also so berichtet, dass die Firma Hayakawak, wer immer das ist wahrscheinlich sowas wie Foxconn heutzutage, dass es ihnen also gelungen sei, einen Taschenrechner zu bauen, der nur 5 MOS-Schaltkreise beinhaltet. Das ist nämlich wahrscheinlich genau der hier. Da sind also 4 Schaltkreise drin und ein Taktgenerator, und dann wurden also voll stolz derartige Bilder gezeigt, wie man also so langsam die Zahl der Chips reduziert hat, und irgendwann war man eben tatsächlich so weit, dass man alles in ein Chip reingebracht hat. Und dann immer noch auf dem Gymnasium, das ließ sich nicht verkürzen, ich hatte eigentlich keine große Lust dazu, habe gemeint, ich kann alles und weiß alles. Ich habe damals die Funkschau gelesen, das ist also Funkschau von 1972, und da gab es also diesen tollen Taschenrechner zum Selbstbau. Bauanleitung. Moment, wo ist der Bausatz? Und weil man das natürlich nicht irgendwo so einfach kaufen konnte, das war eine zweiteilige Bauanleitung, jetzt muss ich mir gerade hier gucken, elektronischer Taschenrechner zum Selbstbau, 593. Also hier ist die Anleitung mit einem Texas Instruments TMS 105. Wie baue ich mir meinen Taschenrechner? Wie rechne ich mit einem Taschenrechner? Und es gab dazu einen Bausatz zu kaufen in der Funkschau. Das war die Firma Frank Griegelat. Das ist die Anzeige für diesen Taschenrechner, ohne Gehäuse wohlgemerkt, 339 Mark. Ein Taschenrechner für die vier Grundrechenarten. Ich hab das Geld nicht gehabt, um mir den zu bauen. Ein Schulkamerad hatte den Rechner. Da sehe ich ja hinten, da steht sogar FG drauf. Also das war dann die Käseschachtel, in der dieser Taschenrechner... Also die Luxusausführung mit Käseschachtel. Ja, genau. Und hinten, also sieht man selbst gelötet, und da steht dann eben Franz Griegelat drauf,
Das hat man damals noch zahlen können, wollen, müssen. Viele von den Rechnern, die wissenschaftliche Funktionen rechnen konnten, die hießen damals SlideRule. Die Firma Texas Instruments, deren erster wissenschaftlicher Rechner, das war, glaube ich, der SR50. Das war die Konkurrenz von Texas Instruments in Richtung Hewlett-Packard, also HP35. 50, die waren so ähnlich, und die bescheideneren Geistlein, die nicht so viel konnten, also hier zum Beispiel Firma ITT, SR1, ebenfalls auch SlideRule. Es hat mir irgendwann ein Bekannter, ein Rechner, der ist leider irgendwo so im Umzugschaos gerade unauffindbar, SR1 aus der DDR, und das hieß damals den Schulrechner 1. Den finde ich bestimmt irgendwann wieder, die müsste man dann natürlich beide nebenher machen. Und dann setzte also ein Preiskampf ein zwischen Neckermann und Quelle. Ich erinnere mich, eines Tages bei Firma Neckermann gab es also tatsächlich einen Taschenrechner für unter 100 Mark. Das war diese Maßbox mit einem IC von National Semiconductor. Man sieht, er hat kein Komma gehabt und er hat auch nur auf 6 Stellen genau gerechnet. Der wurde dann später verramscht. Ich habe jetzt hier eine Schachtel, da steht er dann für 26,95 Mark. Irgendwann hat es natürlich bessere Rechner gegeben, die Leute, und dann musste das Zeug hier also verramscht werden. Es gab dann so Firmen wie Commodore zum Beispiel, die auch solche Rechner hergestellt haben, wissenschaftliche Rechner. Und dieser Rechner ist sogar programmierbar. Das ist so ähnlich wie der TI-58 gewesen. Das Problem beim TI-58 und auch bei den Rechnern ist, dass sie eben keine Möglichkeiten hatten, das Programm, was man ihnen reinprogrammiert hatte, abzuspeichern. Das heißt, wenn man den Rechner ausgeschaltet hat oder wenn die Batterie alle war, dann war halt der Spaß rum. Und da gab es eben von HP danach als Nachfolger oder sagen wir mal als High-End-Rechner den HP 65, der sehr selten ist, weil er sehr buggy war, der dann durch den HP 67 ersetzt worden ist, ziemlich schnell. Und von Texas Instruments den TI 59. Die alle daran leiden, dass die Magnetkartenleser kaputt sind. Was ich vorher bei den Gehäusen gezeigt habe, Kunststoff löst sich halt auf. Ich warte darauf, bis die ersten im 3D gedruckten Gebäude irgendwann zu weißem Schleim zerfließen und dann in der Baugrube landen. Das ist alles nicht sehr langzeitstabil. Und die Probleme hat man eben mit diesen tollen Rechnern auch. Ja, was haben wir sonst noch? Dann hat es sehr viele Firmen gegeben, etablierte Firmen, die mit ihrem Namen und dann einem etwas hochwertigeren Design versucht haben, sich auf dem Markt zu halten. Firma Aristo hat sehr viele Rechner in dieser Art gehabt. Ich habe auch von Faber-Castell einen Taschenrechner, da ist auf der Rückseite ein Rechenschieber drauf. Da fehlt mir allerdings leider der Läufer zu diesem Taschenrechner-Rechenschieber-Kombination. Da haben dann eben sehr viele Firmen versucht, sich noch am Markt zu halten, zum Teil eben mit einem ausgefallenen Design, was also nicht ganz so billig ausgesehen hat wie zum Beispiel sowas. Das ist also wirklich ein sehr billiges Gerät gewesen. Hier links steht die IME 84. Das war so der erste transistorisierte Rechner 1964 in Transistortechnik. Die Firma IME, die bockt jetzt hier dummerweise gerade wieder rum, das blöde Teil. Und diese Firma endete dann mit solchen Rechnern, da war eben der Name noch bekannt, aber es waren natürlich japanische ICs drin. So ähnlich die Anita, die jetzt hier steht, da gibt es also auch eine.
der erste elektronische Tischrechner der Welt und die Firma endete ebenfalls mit so einem Taschenrechner, wo man eben geglaubt hat, man könnte mit dem Namen noch irgendwas erreichen. Und der Christian hatte mir gerade noch gezeigt, genau, ein Brunsviga-Taschenrechner, also die, man kennt die Sprossenrad-Rechenmaschinen von Brunsviga, ist der latinisierte Name von Braunschweig, und irgendwer hat diesen Namen gekauft und hat dann also diesen zugegebenermaßen recht originellen Taschenrechner designt, den man auch als Lineal verwenden konnte. Das ist die Anzeige, Single Chip Calculator hits the finish line. Da wurde also in der Zeitung besprochen, dass es jetzt tatsächlich gelungen ist, einen kompletten Taschenrechner in einem Chip unterzubringen. Und Februar 1971 war man dann tatsächlich so weit, was aber nicht viel gebracht hat, denn man hat noch einen Haufen Zusatzelektronik dazu gebraucht, um den kompletten Rechner zusammenzubringen, und auch eine sehr hübsche Anzeige, die ich mal gefunden habe. Das ist also die Firma HP gewesen mit ihrem HP35. Und die zweite Seite, das war eine doppelseitige Anzeige, und die zweite Seite war die Firma Mostec, we are on the inside. Da hat also die Firma Mostec gesagt, guck mal, was die Firma HP mit unseren ICs gebaut hat. Also es sind natürlich Fachzeitungen gewesen, aber ich erinnere mich auch daran, dass zum Beispiel im Neckermann-Katalog in den 60er Jahren, wenn da ein Radioapparat angepriesen wurde, wurde auch die Röhrenbestückung des Radioapparates genannt, und dann gab es also, oder ein Fernsehapparat mit der Wundertriode EC86 im UHF-Eingangsteil. Man hat also dem Publikum damals schon einiges zugetraut an technischen Verständnis, und diese Anzeigen, die sind also schon sehr interessant. Andere Firmen, also die Firma Sperry Remington, die haben ebenfalls solche Taschenrechner gebaut, auch noch weil sie eben einen bekannten Namen hatten, wobei natürlich Privatleute wahrscheinlich mit Sperry Remington sehr wenig zu tun hatten. Also ich glaube nicht, dass das die Remington-Rasierer waren, sondern dass das eben tatsächlich EDV-Firmen gewesen sind. Und der Christian, der sucht jetzt gerade noch von der Firma Nixdorf, da hatten wir auch noch einige Rechner. Ja, das war so ein Querformatiker, hier ist er doch. Okay. Ja, genau. Gut verpackt. Genau. Und da war aber noch ein zweiter da, nicht? Also das hier ist also auch ein Rechner aus der Zeit, ein Nixdorf-Computer. Das ist eher ein Übersetzungscomputer gewesen. Was sehr interessant ist, das ist dieser Sanyo-Rechner mit seinen vier Chips, der sehr groß ist, den gab es dann noch als Taschenrechner, und den habe ich mal aufgemacht. Das kann man auseinanderziehen. Und dann sieht man eben die vier ICs, die ganze Platine dermaßen verkleinert hat, dass sie tatsächlich in einen Taschenrechner reinpassen. Ich habe ihn leider nicht zum Laufen gebracht, der ist irgendwie kaputt, aber auch der hat eine Gasentladungsanzeige wie die anderen Sanyo-Rechner, und man merkt das daran, das Ding ist schweineschwer, und man hat eben diese teure Entwicklung, also Datecode der ICs ist 1971. Man wollte gefunden. Halt diese teuren Entwicklungen nicht verlieren, und hat, obwohl es eben tatsächlich schon Single-Chip-Prozessoren gegeben hat, hat man dann eben tatsächlich diese ICs noch weiterverwendet. Ja, und jetzt hat der Christoph in der Zwischenzeit, Nixdorf Christian, das ist so. Genau, der Christoph hat es gefunden. Genau.
Es ist ja so, die Firma Nixdorf gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, aber sie ist eben tatsächlich noch, wenn man in den, in den Edeka-Markt reingeht, dann gibt es dort also die Nixdorf-Diebold-Kassenautomaten und bei der Bank gibt es die Wincor Nixdorf Kassenterminals. Also irgendwie hat Heinz Nixdorf es geschafft, seinen Namen nicht sterben zu lassen. Firma Siemens hat ja ganz andere Namen ebenfalls sterben lassen. Da sind natürlich auch japanische Bausteine drinnen. Um eine gewisse Wertigkeit bei den Rechnern hervorzubringen, hat man sie also in solchen Etuis, die leider eben auch sich langsam auflösen. Das ist also Samt gewesen, irgendwie beflockt, was eben auch nicht mehr so wahnsinnig toll aussieht. Das ist halt, aber wenn man so ein schönes Etui hat, dann muss man natürlich den Rechner da drinnen aufbewahren und kann ihn da nicht rausnehmen, auch wenn das für den Rechner selber nicht gut ist. Jetzt habe ich hier also ein Riesenchaos angerichtet. Jo, denn das wird jetzt also sehr unsystematisch, die ganze Sache etwas chaotisch und ich höre jetzt einfach auf. Es gibt, wir haben schon oft überzogen, jetzt machen wir es heute mal etwas kürzer und es bleibt mir also jetzt noch Zeit, ja, den Martin Kurz und den Christian nach hinten zu beordern. Der Termin steht schon fest. Genau. Und das Thema, das wird das nächste Mal sein. Martin Kurz wird unser Lochkarten-Equipment präsentieren. Er hat sich sehr verdient gemacht. Er hat unseren IBM 29 Locher repariert. Zwei Durchgänge. Er hat den Keilriemen ausgetauscht. Er hat die Tastatur gängig gemacht. Er war derjenige, der hier reinmarschiert ins Museum. Er will jetzt mal Fortran programmieren. Da habe ich gesagt, wenn Fortran, dann hockst du dich gefälligst an den, das war damals noch der Yuki Locher, den er jetzt zur Strafe mit nach Hause nehmen musste. Da hat er also tatsächlich ein Fortran-Programm programmiert und er beschäftigt sich mit dem IBM 3742, mit der Datenerfassungsstation und da darf er am 14.03. tatsächlich mal, unseren Sortierer, den haben wir auch wieder zum Laufen gebracht. Und da kann er dann also wirklich mal die Sau rauslassen und kann wirklich hier mit Lochkarten um sich schmeißen. Ich wollte nämlich als Abschluss, kleiner Gag, ein Streichholzheftchen mit einem eingebauten Taschenrechner drinne zeigen. Und geht natürlich, da ist jetzt der Gag leider verloren gegangen, ein Streichholzheftchen mit Streichhölzern und ein Werbegeschenk der Firma Zuse. Das wollte ich also als Kontrast zum Schluss zeigen. Ja, so ist es halt, wenn es zu chaotisch wird. Naja, es ist jetzt Schluss und du hast es jetzt gezeigt. Ja, genau. Genau, ja. Also. Okay, gut. Also, dann wünsche ich einen schönen Abend und wenn wir heute schon keine technischen Probleme hatten, dann haben wir eben inhaltliche Probleme gehabt. Ja, irgendwas muss ja immer schon sein. Ja. Also. Gut, dann tschüss. Alles zusammen.